Liebe Freunde, hier ist euer Steinball. Und wir sind hier immer noch bei den Askaniern. Hagen von Tronje, der König der Askanier, ist neben mir. Und wie geplant werden wir jetzt einen Ritt unternehmen in die Hauptstadt der Askanier. Ich bin schon sehr gespannt. Wie hieß nochmal die Burg? Habe ich ganz vergessen, Hagen. Sag nochmal. Das ist Watch, heißt die, Askanier Watch. Ach, die haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Wie die heißt. Wir waren so aufgeregt, ich war so aufgeregt. Gut, okay, dann lass uns losreiten. Müssen wir schnell reiten? Ist die Gefahr immer noch da? Also aktuell ist mir jetzt nichts weiter gesagt worden. Ja. Aber wir haben immer jetzt momentan Scouts auch bei den Gegnern. Ah, okay. Ja, und wie du siehst, haben wir auch eine ganz große Eskorte dazu bekommen. Oh, sehr schön. Wunderbar. Gut. Ihr gebt das Tempo vor. Wo geht's lang? Ich kämpfe. Ja, also wir müssen jetzt bergab reiten. Ja. Da hinten. Na? Runde. Gar nicht so einfach. Fallschaden oder Schaden bei Pferden ist noch nicht eingeführt. Ah, gut. Es gibt ja jetzt hier immer das eklatante Problem für die Zuschauer. Wenn ich jetzt sterbe, ich habe nämlich keine Heimat, Balda hat keine Heimat, dann beginne ich in der Hauptstadt und das ist eine Stunde Fußmarsch. Also, es ist wirklich brisant, was wir hier unternehmen. Ja, also einfach mal lieber drücken. Ja. Das heißt, die Wände angeschlossen am Berg zwischen dich und den Angreifer. Bitte bedenke, jetzt musst du besonders laut sprechen, weil das Hufgetrappel irgendwie schon wieder super laut ist. Ja, also im Süden siehst du jetzt hier den Turm. Ja. Da beginnt quasi die erste reguläre Straße von uns. Ah ja, okay. Der folgt mir jetzt einfach bis Waldschnitt. Sehr schön. Ich reite jetzt einfach hier die Straße entlang. Ganz genau. Ja, super. Oh Mann. Das sieht auch nach viel Arbeit aus. Wir haben auch so Wege gemacht. Gut, wir waren nicht so viele. Aber da schuftet man doch länger, ne? Ja, also die Anzahl der Männer ist natürlich, je mehr man hat, Männer und Frauen, die mitarbeiten, da geht es dann schon recht zügig. Ja. Okay. Was ich ein bisschen schade finde, die Straßen kann man ja am Ende so gerade bauen, ne? Irgendwie so. Also die hier sind jetzt geflattet, extra, dass es scharf gekannt hat. Ja, genau, ich meinte aber so, ihr habt sie ja auch hier immer so im Zickzack gebaut. Ja, also man kann sie auch schräg bauen. Aber ja. Ist immer so eine Sache, die Leute, die Lastkarren ziehen, die haben es dann äußerst schwierig. Wenn ach so. Die müssen. Okay. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob wir zu verstehen sind beim Reiten. Ich glaube, wir genießen mal den Ritt und verlagern das Gespräch auf unsere Ankunft. Ja, hier sieht man Überbleibsel. Ja. Achso, das sind Grabstätten gewissermaßen, Leichen. Die Leichen unserer Gegner. Ja. Links, wenn du das siehst. Ja. Man kann natürlich auch mit den Steinobjekten, also die Steinstufe, die man hat, das bauen, da haben wir einen Steinkreis. Aha. Wie habt ihr das denn gebaut? Das ist aus lauter einzelnen Steinstufen gemacht. Aha, okay. Die, leider, es wäre schön, wenn die noch ein wenig ineinander greifen würden, dann hätte man diese Zwischenräume nicht. Das ist ja sehr schön. Da wart ihr ja richtig kreativ. Und in der Mitte brennt ein Feuer, ein ewiges Licht. Die ewige Flamme, genau. Sehr cool. Okay. Und hier rechts ist eine Baumschule. Genau, das ist eine Baumfarm. Wir versuchen da oben möglichst die Baumfarm nicht mehr so anzulegen, weil die ganz einfach nicht so schön ausschaut.
Ja, es sieht ein bisschen... Ja, links wäre jetzt auch der Shop gewesen, da können wir dann irgendwann später noch hinschauen. Oh ja, der Handelsposten. Genau, das können wir dann später noch machen. Das machen wir unbedingt, ja. Das ist nämlich sehr interessant, glaube ich. Ist, glaube ich, ein wirklich wichtiges Element für die gesamte Ökonomie des Spiels. Ob das funktioniert. Okay. Reiten wir rein? Genau. Das wäre jetzt einer der Eingänge. Wir haben ja mehrere immer, ja, damit wir Ausfälle auch machen können. Ist jetzt noch nicht so pompös, dieser Eingang. Genau. Der führt auch in den zum äußeren Ring. Okay. Also wir haben mehrere Ringe, das ist der äußere Ring. Okay. Weil man sich ganz einfach schützen muss, wegen dem Bauen. Soll ich mein Pferd stehen lassen oder wollen wir noch weiter reiten? Ja, du kannst das vorne mit abstellen, wo die anderen Pferde stehen. Ah ja, okay. Du musst halt gar nicht probieren. Also äußere Ring, das kannst du jetzt dann gleich sehen hier, wird halt für Felder genutzt, vor allem für unsere Apotheke, ja, die hier ihre kleinen Gärten haben, also davon braucht man doch relativ viel. Oh ja. Ja, fürs Flux und fürs Nafta, wenn das hergestellt wird. Das ist ja beeindruckend. Muss ich gleich mal nachrangen. Jeder, der Life is You spielt, weiß, was das bedeutet hier gerade. Reichtum. Ja, cool. Ja, und es ist eben nicht so schlimm, wenn sich Leute hier reinbauen, als wenn sie ja wirklich in der Stadt drin sind. Und ja, die Mechanik wird ja hoffentlich jetzt mal endlich unterbunden und sie holen die Leitern, mit denen man dann hoch kann. Wie meinst du das? Also momentan bauen sie sich viel mit Rindenkisten und so reingebaut. Die tragen quasi Rindenkisten, bauen sie außerhalb des Claims, tragen sie rein, werfen sie ab. Ja. Ja, abstellen geht nicht normal, sondern wenn man dann in die Kampfhaltung mit R geht, dann fällt der einfach nach unten, diese Rindenkiste, und bleibt stehen. Ach, das ist das, was ich mal in einem, was Walder mal in einem, auf seiner einen Wanderung gesehen hat, wo so eine absurde Treppe auf so ein Hausdach führte mit Rindenkisten. Ach, sowas genau. Und das wird gemacht, um die Mauern zu überwinden, wo sich die Leute dann im Dunkeln reinschleichen und Spiele dann eben dann. Ich habe das mal irgendwo in irgendeinem Video so mit Bettgestellen gesehen. Das war so eine Belagerung, war völlig absurd, wo die Belagerer draußen irgendwie so Betten so aufeinander geschichtet haben. Genau, und da sagen wir halt, das ist nicht authentisch. Ja, das nee, das ist wahrlich nicht authentisch. Genau, die Sturmleitern, die sie anlegen, wo sie hochgehen. Das wird es geben. Dass sich jemand reinbaut. Also das ist in Planung. Ja. Wann es das gibt, das weiß man natürlich wieder nicht. Nee. Gut, also wir sind, das ist die äußere Mauer. Sehr cool. Wird es eigentlich dann, ich habe darüber auch schon mal was geredet und gelesen, ja, dass es dann irgendwann am Ende, wenn diese ganzen instanzierten Schlachten dann alle geschlagen wurden, wenn man jetzt jemanden angreift und überfällt, dann soll es doch am Ende auch zu einer richtigen Belagerung kommen, ne? Ist das genau, so? Genau, also wenn dann bloß noch der Town Claim und ein minimaler Realm Claim, besserer Claim steht, wenn eben genügend instanzierte Kämpfe gemacht worden sind, dann wird das hier alles angreifbar. Aha, und dann ist es auch sinnvoll, sag ich mal, zwei Mauern zu haben. Ja. Also wenn die Trebuchets dann kommen und anfangen, Mauern zu zerschießen, dann freut man ist sich es ratsam, wieder. Vielleicht einmal noch ein Bollwerk mehr zu haben als eins zu wenig. Okay, gut. Ja, dann lass uns mal reingehen. Dann zeig mal deine Hauptstadt. Vor allem auf den Thronsaal bin ich gespannt. Ja, also muss ich sagen, hier haben alle, weil du sagst, meine Hauptstadt. Ja, entschuldige. Meine, aber alle haben hier mitgebaut. Ja. Jeder hat sich natürlich beteiligt. Ja, das sind alle hier. Das klingt jetzt gar nicht so absolutistisch, was du jetzt sagst. Ja. Was man vielleicht erwähnen sollte, ist, hier die Tore sind immer die größte Gefahr. Okay. Ja, für Spieler. Denn auf der linken Taste ist meistens Öffnen und Schließen der Tore. Und wenn man sich mal verklickt und einer steht drunter, dann ist er tot. Ja? Wird sofort erschlagen von dem Tor. Ernsthaft, ja? Ja, deswegen ist es bei uns so, dass wir das nicht auf die linke Taste legen. Also Öffnen und Schließen darf nicht auf der linken Taste sein. Okay. Da hat es zur Anfangszeit viele Tote gegeben, die nicht hätten sterben müssen. Okay, noch eine Gefahr für Walda. Wie gesagt, es ist brisant hier. Jederzeit kann dieser Besuch beendet sein. Okay, ja, führ uns doch mal kurz durch die Stadt. Hier zieht schon jemand einen Karren, ganz... Ist das jetzt ein bestellter Karrenzieher? Damit es imposant aussieht? Oder macht er hier gerade seine Arbeit? Auch wenn du da bist, ist es so, dass die Leute natürlich ihrer Arbeit nachgehen sollen. Okay. Also Schaulustige gibt es natürlich auch. Ja, ganz wichtig.
Aber im Normalfall ist es immer so, die Leute sind eigentlich beschäftigt. Also wir haben auch einige, die ganz ruhig sind, sehr ruhige Spieler. Die machen halt die Arbeit. Ne? Ja, okay. Und denen gefällt es so. Gut, ich falle jetzt ja wahrscheinlich auch auf wie ein bunter Hund. Ja, richtig. Gut, dann geh mal vor, zeig uns mal was. Ja gut, also das ist unser Küchenbereich, den wir haben. Ganz wichtig, die Küche natürlich fürs Barfood. Ja, genau. Darüber haben wir auch schon ein bisschen geredet. Ja, ist die Frage. Wir wollten ja jetzt, das war eigentlich der Plan, in eurer Hauptstadt ein bisschen über die Zünfte reden. Wollen wir das jetzt direkt schon anfangen oder wollen wir erst einen kleinen Rundgang machen? Was meinst du, ist günstiger? Also ich würde sagen, ich führe dich einmal ganz kurz rum. Ja. Allzu groß ist sie nicht, okay. Die Stadt, weil es beschränkt sich meistens immer auf den Town Claim, also den sichersten Bereich. Ja. Ja, ich würde sagen, wir gehen einmal kurz rum bis zur Schmiede und dann hole ich einen unserer Zunftmeister mit dazu. Prima. Der dann da auch über reden kann, dass nicht immer nur ich rede. Ja. Ja, also Häuser, überwiegend Steinhäuser, weil sie vom Kosten-Nutzen her am effektivsten sind. Ja. Es ist sehr beeindruckend, dass das so eng zu bauen sind, zu bauen ist und dass dann trotzdem noch so ein Karren dadurch passt und so. Das ja, also gerade das enge Bauen ist wichtig aus unserer Sicht zum Verteidigen. Aha. Je enger, desto besser können Straßen und Kämpfe gemacht werden in den engen Gassen und auch Gruppen geblockt werden. Okay, also so weit denkt ihr schon, dass diese Gassen mal verteidigt werden müssen? Ja, wir gehen davon aus, dass sie nie da reinkommen, aber man baut natürlich immer etwas vor. Ja, okay. Ja. Also es ist zum Beispiel auch so bei uns hier, wegen der Lärmbelästigung gab es den Erlass, dass hier nicht mehr trainiert werden darf in Ballenstedt. Okay. Ja, also häufig wird er an Pferden trainiert. Ach, ernsthaft? Geschlagen werden, ja. Oh Gott, wie unmenschlich. Da müsstest du als König doch auch mal einen Tierschutzerlass. fast ein Tierschutzerlass. Ich hab's alles ausgelagert. Ja, so machen wir es heute auch. Wenn ich es nicht höre und nicht sehe, weiß ich es nicht. Ja, genau. Und leckeres Fleisch essen. So, gut. Achso, das Monument haben wir da stehen. Ja, ach, da hier ist das Monument. Ganz, oh. Ich würde ja jetzt sowas irgendwie, man würde ja denken, es gibt einen repräsentativen Platz, wo, aber das steht ja hier wirklich zwischen den... Ja, also es hat den Grund, dass wenn Belagerungen sind und ja. der Beschuss ist, das Monument nicht getroffen werden kann. Deswegen schön hinter den Häusern versteckt. Okay, ja, sehr cool. Okay. Lieber ein Haus verlieren als das Monument. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, also hier sind dann auch die ganzen Zünfte hier, die Reinerei zum Beispiel. Ja. Die wir haben. Also es von jeder Zunft ist auch was da, die Apotheke jetzt auf der rechten Seite. Habt ihr auch Straßennamen oder Gassennamen? Es wäre schön, wenn wir nicht nur diese verschnörkelten Schilder anschlingen könnten, sondern wirkliche vergeben könnten. Ja. Aber intern habt ihr das auch noch nicht, ne? Also hier nicht, in der Open wird es Stadtteile geben. Ah, okay. Mhm. Ja. Da können wir kurz nach Hause schauen. Also da sieht man eben, dass auch auf die Details die Leute dann Wert legen. Ne? Die richten sich ihre Häuser auch wirklich ein. Schön, da dann ja. So seine Zimmer. Ja. Oh ja. Und die Häuser sind die eigentlich jetzt alle vergeben? Achso, du kannst beim Rechtsklick mal probieren, ob du dich hier noch binden kannst. Also nicht das Haus beanspruchen, sondern dass dich als Heimatort. Im Moment kann ich hier nur untersuchen. Was muss ich da anklicken? Wo? Achso, warte, ich schau mal kurz in der rechte Vergabe. Du bist wahrscheinlich noch von den Rechten gar nicht so hoch freigestellt. Ja. Das wäre natürlich toll, weil dann ein Tod nicht so radikale Konsequenzen hat für Walder. Dann hat er eine kurzzeitige Heimat hier gefunden. Das muss schon. Ah ja, du hast die Einladung noch nicht angenommen. Habe ich nicht? Doch, eigentlich ja, aber vielleicht ist da was schief gegangen. Sie hat wohl nicht gegriffen. Ich lade dich nochmal kurz zu uns ein. Ja. Da kann man das dann jetzt mal sehen. So würde eine Gildeneinladung aussehen. Ja, also raus ist sie. Ich kenne das jetzt mal und lade ich neu an. Ja. Noch passiert nichts. So, jetzt solltest du sie bekommen. Nö, ich hab nichts. Ja, dann ist es wieder einer der wunderbaren Bugs, die immer mal wieder auftreten. Gut, dann bleibt es spannend, ob Walder diese Tour überlebt. Ja, sehr beeindruckend, aber wirklich schön. Also, aber ihr habt hier, die meisten Häuser sind belegt. Die meisten sind belegt, ja. Das wirst du dann noch sehen, wenn du später von der Mauer schaust. Es gibt noch ein paar Schecks draußen, also die kleinen Häuser. Ja. Und da ist die Problematik halt, ja gut, die sind halt nur für einen gedacht. Und Kosten dafür, dass sie nur für einen sind, relativ viel. Ja. Ja. Ich wurde gebeten, dir auch Folgendes noch zu zeigen. Da ist unser Lagerist auch ganz stolz drauf. Zu Recht.
die hier das Lager verwaltet, der hat jetzt eine Treppe nach oben gebaut, um den oberen Bereich sogar noch nutzbar zu machen. Ah, mit Steinstufen. Auch mit Steinstufen, ja. Ist leider auch etwas ruckelig hochzugehen, aber man kommt nach oben. Mal sehen, ob es gelingt. Ja, manchmal etwas hüpfen. Aber ja, so kann man wirklich den ganzen Stauraum dann auch schön nutzen. Das ist ja Wahnsinn. Mir war gar nicht bewusst, aber das kommt, weil ich mich damit jetzt nicht befasst habe weiter. Es gab doch auch diese Lagerräume, wo einfach man vorne auf die Tür klickt und dann war da einfach, es ist der Lagerraum. Ach so, aber hier drin habt ihr trotzdem noch Sachen, die man auch verwenden kann dann. Ganz genau. Ach so, es ist sozusagen dann ja doppelt und dreifach, nee, zehnfach, zwanzigfach genutzt gewissermaßen. Wie kriegt ihr die Karren hier runter? Die sind eh nur als Lagerfläche. Achso, die sind nur Lagerfläche. Ja, cool. Mann, Mann, Mann. Ja, also vom Platz her, was ein großes Problem ist, ist immer wieder Platzmangel. Ja? Ja, wenn Ernten reinkommen, das sind solche unvorstellbaren Mengen. Also was man am Anfang zu wenig hat, ja, Flachs zum Beispiel oder auch Getreide, das hat man dann ab einer gewissen Größe im Überfluss. Also okay. Riesige Mengen. Und das heißt hier, was kann ich mir vorstellen, was lagert jetzt hier drin im Kleiderschrank? Also das sind... das ist eins der Hauptlager. Es ist so, dass wir eiserne Bestände anlegen. Das Lager wird von allem eingelagert. Okay. Zur Not eben auch, wenn mal was nicht produziert werden kann aus irgendeinem Grund, dass immer eine eiserne Reserve auch da ist. Okay. Also das ist jetzt hier völlig bunt durcheinander, was hier drin ist. Gut, der Lagerist weiß Bescheid, wo was ist. Ja. Aber von der Kohle... Aber der König sollte sowas nicht wissen. Das sind ich frage ihn gar nicht. Sag mal, eine Sache, die ja von Anfang an hier ein Thema ist. Wird das nochmal bereinigt, dass hier nicht diese Gräser durchwachsen? Ja, das hoffen wir. Also hier ist der Fehler vermutlich gewesen, dass hier nicht gepflastert wurde drunter. Ja, man muss immer erst pflastern, wenn man baut, oder? Also man muss es nicht. Man muss flecken zumindest, dass es eine glatte Fläche ist. Ja, das ist klar. Angezeigt. Aber... ich denke eher, dass hier nicht gepflastert wurde. Wenn man pflastert, dann sind die Gräser logischerweise weg. Die sollten nicht weg sein. Aber es wäre schon schön, weil bei den kleinen Hütten, ja, also... Es sollte eh bei Gebäuden wäre es schön, wenn da nichts durchschaut. Ja, das ist wirklich von Anfang an ein bisschen ärgerlich gewesen. Ach, hier werden die Baumstämme geschleppt und so weiter. Herrlich. So, hier ist die Schmiede, also das ist eins der wichtigsten Herzstücke. Ja. Ja. Vom Nagel bis zur Plattenrüstung, und alles wird hier produziert. Wie kann ich eigentlich winken? Ich habe das noch nie gemacht. Ja, wenn du auf L drückst, ja, also in dein Skill-Menü, ja, dann hast du oben unter Fertigkeiten, kannst du vom oberen den zweiten auswählen. Das sind allgemeine Tätigkeiten. Und da hast du die Emoticons drin. Grundfertigkeiten? Allgemeine Tätigkeiten. Achso, allgemeine Tätigkeiten, ja. Ja, und du darfst ein Stück runterscrollen. Da kannst du dann quasi dir diese unten in die Leiste ziehen. Ach so. Also ja. Klatschen, tanzen, erschrocken schauen, lachen. Bewegung. Ach hier, Emotion. Ah ja, alles klar. Jetzt sehe ich das. Ah, sehr schön. Okay. Das heißt, Höflichkeit. Warte mal. Ah, okay. Gut. Dann kann ich jetzt reagieren, wenn die freundlichen Askanier grüßen. Sehr schön. Aha, das ist das Herzstück, die Schmiede. Ja, das war bei unserem kleinen Dorf auch irgendwie der wichtigste Ort. Hat man immer das Gefühl. Warum ist das so, dass die Schmieden... Eigentlich müssen doch die Bauern die wichtigsten sein, aber das, da jammern sie ja schon seit Tausenden von Jahren, dass sie nicht richtig gewertschätzt werden. Aber irgendwie der Umgang mit Metall, der scheint irgendwie so wichtig zu sein. Mit ja, Feuer und Metall wahrscheinlich. Es ist eben wichtig von der Pike, die man am Feld braucht, ja, vom Spaten bis hin zum Schwert. Das ist eben mit das Relevanteste. Ja. Gut. Wollen wir doch wohin, oder? Also ich würde uns jetzt einen Zunftmeister mit reinziehen. Ja. Den Grimblut. Ja. Dann kann der einfach ein bisschen auch über die Zunft erzählen und da kann ich mir was zu trinken holen in der Zeit. Mach das mal.